So, das muss mir mal erklären. Was ist das denn für eine Sauerei? Eine besonders schwere Mission erwartet Gebrauchtwagenexperte Dietmüller heute in Herne. Jeanette Radke braucht dringend Hilfe. Seit gut einem Jahr ist sie stark traumatisiert. Ihr 9-jähriger Sohn fiel einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Mein Sohn Jaden ist am 6.3. hier im Nachbarhaus ermordet worden. Das waren zwei Jungs, die ermordet worden sind. Der eine ist einen Tag später ermordet worden. Wir waren damals einkaufen und ich hatte vorher den Jaden noch verabschiedet gehabt. Und als wir wiedergekommen sind vom Einkaufen, war er nicht mehr zu Hause. Und dann haben wir ihn gesucht und da hatte mein damaliger Lebensgefährte und mein ältester Sohn den Kleinen im Nachbarhaus tot im Keller gefunden. Die grausame Tat geht durch die Medien, erschüttert ganz Deutschland. Der Mörder wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ein geringer Trost in der Trauerarbeit, die die alleinerziehende Mutter leisten muss. Es gibt Tage, und dann geht's mir so, bin ich abgelenkt. Dann würde ich mal sagen, ja, es geht so weit ganz gut. Es gibt aber schlechte Tage. Ich bin natürlich seit dem 6.3. psychisch extrem angeschlagen. Ich wollte arbeiten, aber die sagen alle, dass ich noch in den Beruf noch nicht zurück kann, dass ich da psychisch auch, der Psychologe sagt das auch, noch nicht bereit bin. Jenny! Hi! Du hast gerufen, ich bin da. Ja, super, ja klar. Gut. Steht, hallo. Du bist? Lukas. Hallo, Lukas. Und du bist? Steffen. Ja, super. Geht's dir gut? Ja. Ich meine, was du also erlebt hast, ist ja auch nicht. Ne? Ja, mit Psychologe und Trauerbegleitung und guten Freunden und Nachbarn. Ja. Und meine Kinder. Ihr unterstützt Mama? Ja, so gut es geht. Ne? So gut es geht. Er muss oft nach Düsseldorf zum Optiker. Weil der was passiert? Augenfahne. Also, Auge kaputt? Augenfahne. Ausgefallen? Farbe. Augenfarbe. Der hat keine Augenfarbe. Der hat keine Augenfarbe. Wie kann das denn? Und der hat keine Regenbogenhaut. Regenbogenhaut? Ist die Iris, die fehlt. Der ist ohne Regenbogenhaut geboren worden. Wie kann das denn? Ein Gendefekt. Der hat Aniridie und hatte mit 5 Monate den grauen Star bekommen. Ja. Und der ist auch schon operiert worden. Ja. Weil ja die Linsen trübe waren. Kann er auch richtig gucken oder geht er gar nichts mehr? Das ist ungefähr so, als wenn wir durch Milchglastüren gucken. Er kann nur noch Umrisse, hell und dunkel sehen. Mit Farben hat er schon Probleme. Er geht extrem nah dran, um irgendwas zu erkennen. Der 3-jährige Jackson ist zudem extrem lichtempfindlich, muss draußen permanent eine Sonnenbrille tragen. Ja, das ist ein Knäuel. Das heißt, wenn er in einem Wagen sitzt, dann muss der Wagen abgedunkelt sein. Ja. Ich meine, was wir als cool empfinden, ist für ihn Pflicht, ne? Und was hast du, was du mir in die Hand geben könntest, wenn ich so fragen darf? Also wir hatten, als die Leute gehört haben, ich will mein Auto verkaufen, also das war in Facebook, dann haben sie alle angefangen zu spenden und wollten unbedingt helfen. Ja, und da sind ungefähr knapp 1000 Euro zusammengekommen. Also sagen wir mal, rund ein Tausender könnte ich bekommen für einen neuen Wagen. Dann lass uns bitte mal rausgehen, ich muss mir da einen Eindruck verschaffen. Wo stehe ich gerade, ne? So, und der Weiße ist es? Genau, das ist mein Auto. Das ist der Pannenfranzose. Der Peugeot ist ein Fass ohne Boden. Ständig tauchen neue Mängel auf. Reparaturen lohnen sich nicht mehr. Kannst du den einmal anschmeißen? Nein, der müsste überbrückt werden. Die Batterie ist tot, oder was? Ja. Ja? Noch ahnt Dad nicht, wie schwierig dieser Auftrag wird. Er soll einen zuverlässigen Kombi oder Minivan besorgen. Modelle gibt es wie Sand am Meer. Opel Astra, Ford Mondeo oder einen Skoda Roomster. Doch das Problem ist wie immer das Geld. Dad bekommt einen abgemeldeten Peugeot und gerade mal 1000 Euro als Startkapital. Ja, das ist hier kein Fall von einer Stange. Also was hier passiert, das kann man gar nicht in Worte fassen. Familie muss trotzdem durchgebracht werden, trotz Schicksalsschlag. Es muss ja weitergehen, ich muss erst mal wieder auf die Bahn bringen. Weil so, wie die aktuelle Situation ist, geht's auf keinen Fall weiter. Der nächste Morgen. Dietz erste Amtshandlung, Besuch bei Kumpel Mesut in Dortmund.
Hoffentlich kann der Schrauber Jeanettes Peugeot reparieren. Denn ein Auto, das nicht fährt, ist nichts wert. Gib mir ein Gebot, so wie er hier steht. 1,2 gebe ich dir dafür. Keine Chance, 1,8. Nee, können wir nicht hin. Also 1,3 ist mein oberster Gebot dafür. 1500? Nee, können wir nicht hin. Kriegst du nicht hin? Nicht, bei 1500 steigst du aus, oder was? 1300. 1300, so wie er hier steht. Ja. Ach, was soll ich jetzt machen? Ich meine, das Ding steht hier abgemeldet. Stark versaut, Turboschaden, Ladeluftkühlerschaden. Date macht die ersten Scheine. Zu 1.000 Euro aus Spenden für Jeanette kommen 1.300 Euro für den uralt Peugeot. Macht insgesamt 2,3 auf der Habenseite. Letztendlich kann ich dankbar sein. 1.300 ist soweit in Ordnung. Alles andere hätte noch mehr Kosten verursacht. Mehr als 2 Mille in der Tasche hört sich erstmal gut an. Für ein solides Familienauto braucht Date aber viel mehr Geld. Bei einem Autohaus in Duisburg fällt ihm ein Skoda Roomster ins Auge. Ob das der Traumwagen für Jeanette und ihre Kinder ist? So, hoffentlich gibt's jetzt was Vernünftiges. Der Tscheche hat alles, was Jeanette braucht. Wenig Kilometer auf der Uhr, ganz viel Platz im Kofferraum und eine rundum gepflegte Karosserie. Außerdem ein Muss für den sehbehinderten kleinen Jackson, getönte Scheiben hinten. Der wär's doch. Modell rundum Sorglospaket. So sieht's aus, Date. Aber trotzdem muss ich etwas kontrollieren. Ja, hat er mir keinen Mist erzählt. Ich habe schon so viel Scheiße erlebt, das glaubst du gar nicht. Endlich mal sauber, du. Kannst ihn mal anschmeißen. Ich gebe dir mal einen Schlüssel. Soll ich das mal machen? Ach, mach du. Du bist der Fachmann. 38.000 Kilometer runter. Den hörst du fast gar nicht. Aber ich meine ganz ehrlich, bei unter 40.000 Kilometer Laufleistung, wenn er da was hätte, dann wäre ich auch skeptisch. Ja, der klappert nicht, der läuft einfach frei. So, also hier kannst du noch mal 200.000 drauffahren. Ja. Steinschläge, Einschläge, Beulen, Dellen, Kratzer. Nein. Nichts? Nein. Was willst du denn haben für das Teil? 7.680 und deine Seele? Ja, das ist, und meine Seele und meine Buchse. Ne? Und dann habe ich eine halbe Stunde noch eine Rumpfburge, damit ich mal auf 5 Mille komme. Also du wirst lachen, die von Naked Attraction haben schon angerufen für dich. Ja. Ich hör auf, hol mal Kennzeichen, jetzt reicht's. Ja, Abpfiff, okay. Abpfiff. Wer zählt der mir denn da? Ne? Der will noch meinen Körper, damit ich einen günstigen Boomster kriege. Entscheidend natürlich auch die Ausstattung für eine Dame. Ist das hier alles sauber? Ist das schick und schön? Haben wir hier eine Actionkapelle, das mögen sie auch. Melodien. Na, siehste. Hat sie gleich gute Laune. Auch wenn hier keine Popo-Heizung drin ist. Schaltung ist korrekt. Sitz ist nicht versaut. Schaut gut aus. Ich stehe hier auf dem Zebrastreifen. Hier vorne hat er einen alten Zossen an der Verglasung. Und jetzt kommt mit so harten Preisen. Weißt du, ich bin hier kohlemäßig im Galopp. 7.000, weil du es bist. 7.000 und eine Freikarte? 7.000 und Besuch auf Schalke mit mir. Ja. Da muss man einschlagen. Und jetzt habe ich wieder die glänzende Idee. Echt? Wenn du deine Kumpels mal aktivieren könntest. Okay. Und wenn wir jetzt ein Event planen würden. Mit Fotoshooting. Dann gibt es ein schickes Foto. Und vielleicht können dann die Leute, die man ranholt, auf was rauslegen. Dass die was bezahlen. Ne? Ich hol mal den Klaus Fischer. Ja. Ja, Idole deiner Kindheit. Ja. Ja, den, ja. Rüdiger Abramczyk. Ja, finde ich auch super. Wenn ich den Manni Burgsmüller anrufe, der wird sicherlich kommen. Alle, ja, ranholen. Ennard Dietz. Gut, ich mache Werbung, ja. Du machst Location, ja. Holst die Spieler ran und dann bücken wir uns gegenseitig. Ja, zwei um Männer an Bord. Ihr wart reinzukriegen. Ja, geil, läuft. Ich fahr auf dich. Date. Geil, ja, geil. Danke. Geil. Vor allem platzt dann der Traum vom neuen Alten für Jeanette. Jetzt muss erst mal ein Zwischenhandel her, der ordentlich Scheine bringt. Hier ist auch noch was gebrochen. Siehst du das da? Der muss aufbereitet Plastik. Werden. Der ist versaut. Die Bremsscheiben vorne innenbelüftet sind stark mit dem Grat versehen. Mhm. Da muss man bei. Ne? Der braucht eine komplette Revision. Wie schaut's aus mit 2.200 Euro? Beschissen, nochmal. Das ist aber wirklich auf gut Deutsch, was? Wie man es immer so schön sagt, der letzte Preis. Ist ja wirklich 2.000 ja Euro, das war's aber auch. Mehr kann ich wirklich bei diesem Ding nicht machen. 2.000 Euro? 2.000 Euro ist wirklich das, was ich für das Auto haben muss. Wie gesagt, das mit dem Schlauch machen wir dann. So, Thema erledigt. Gut. Halt fest. Jawohl. Halt fest.
Ich halte jetzt hier noch mal die Klappe, bevor ich sie fallen lasse. Was meint ihr? 2 Mille für ein Opel Combo, 10 Jahre alt, noch kein frischer TÜV. Es muss noch was gemacht werden. Kann man 1.000er verdienen. Dets Budget schmilzt dahin. 2.000 Euro hat er für den Combo hingeblättert. Für Reparaturen bleiben ihm schlappe 300 Euro. Der Gebrauchtwagenprofi weiß, der Combo muss tipptopp sein für den Weiterverkauf. Sonst wird es nichts mit dem Skoda Roadster, den er seiner Auftraggeberin Jeanette und ihrer Familie besorgen will. Hört sich an wie beim Zahnarzt. Ja. Wichtig ist bei solchen Arbeiten immer vernünftige Schutzkleidung, das heißt Leder. Leder brennt nichts durch, genau. Während der Gebrauchtwagenexperte den maroden Auspuff auf Vordermann bringt, tauscht Michael die verrostete Koppelstange aus. Dann dürfte der Hauptuntersuchung nichts mehr im Wege stehen. So, haben wir es doch. Ein bisschen rumgelegt ums Rohr, Auspuff ist wieder dicht und Stabilität haben wir auch. Koppelstange ist drin. Moin. Moin. Jetzt haben wir High Noon, ne? Hallo, grüß dich. Hi, da vorne steht er auf der Bühne. Ja. Jetzt heißt es Daumen drücken. Det weiß, eine frische Plakette ist immer ein gutes Verkaufsargument. Der Prüfer darf nichts mehr finden. Puh, Prüfung bestanden. So, alles komplett. Alles komplett. Ich bin glücklich. Micha, hier. Wollen wir eine Pauschale machen? 200. Mhm. Für alles. Ja, für die Aufarbeitung, für die Reparatur. Da kommen. Ja. Und mit Gebühr, ja. Pass auf, Det. Ich habe mir ja heute Nacht noch Gedanken gemacht. Es ist ja für den sozialen Zweck. Du hilfst ja Leuten in der Not. Und ich übernehme alles auf meine Kappe. Ja, aber die Gebühr? Die übernehme ich auch. Ich zahle die TÜV-Gebühr, ich schenke dir alles. Habt ihr sowas schon mal gehört? Weil ich finde das gut, dass es sowas überhaupt gibt. Es gibt so viele Leute, die in Not sind und du kannst das Geld gebrauchen. Danke. Gerne. Danke. Kein Problem. Danke, das bleibt bei mir. Super. Bevor Det den Combo weiterverkauft, steht jetzt die Fußballaktion auf dem Programm. Andreas, wie läuft's? Grüß dich. Gute voll? Ja, wir haben auf dich gewartet, Det. Oh, Stau. Stau. Ja. Im Ruhrgebiet hast du Stau. Aber jetzt haben wir keinen Stau, wenn es soll flüssig laufen. Komm, wir gehen rein. Sag ich mal. Moin. Jungs, war. Der Biete. Ja. Hallo. Moin. Wir kennen uns. Wollen wir ein bisschen Fotos machen? Habt ihr Lust? Gute Laune? Ja. Jawohl, dann machen wir es. Leute, kurze Aufmerksamkeit. Heute läuft alles für Jenny. Danke, dass wir so eine Unterstützung haben. Ne? Das sind alles hier Profis. Das ist die Elite. Die Königsklasse. Ach komm. Profi ist man sein Leben lang. Ja, das stimmt. Und Leute, wir machen hier schöne Fotos. Alle sind willkommen, aber es gibt einen Hintergrund. Wir müssen heute jetzt mal einsammeln, damit bei ihr was Vernünftiges vor der Tür steht. Ne? Das heißt, wer ein Foto machen will, kann jeder haben. Wer was rauslegt, ist noch besser. Autogrammstunde inklusive Fotos mit diesen 4 Fußballlegenden. Erster Kandidat, Klaus Fischer, Schalkes Jahrhunderttorschütze. Zweiter Kandidat, Bernhard Dietz, das MSV Duisburg-Idol. Dritter im Quartett, Rüdiger Abramczyk, weltberühmt als der Flankengott. Und der vierte im Bunde, Manfred Burgsmüller, den Fans besser bekannt als Manni das Schlitzohr. Oh. Da kannst du mal sehen, was Fußball klar macht, ne? Ja. Und du dich super eingebracht hast. Die Aktion war ein voller Erfolg. Zu Dets mageren 300 Euro Budget kommen gut 3.400 hinzu. Doch zum Skoda fehlen immer noch stolze 3.3. Das ist so gesehen meine Anzahlung. Und du kommst wieder. Da kannst du aber sicher sein. Das war ich. Ich muss mich noch mal bücken. Det, also 3.3 hast du recht, ist er wert, aber im Verkauf. Das heißt, ich muss den ungefähr für 2.000 Euro einkaufen. Nee. Du, ganz ehrlich, hab ich ja schon gemacht. Oh, was sehe ich denn da? Det. Auf Wolle. Wolle, weißt du, wenn auf der Oberkante mal so ein kleiner Krater ist, das ist wie bei einer Frisur ein bisschen Spliss. Aber hast du das gesehen? Natürlich habe ich das gesehen. Ne? Die Damen, habt ihr Probleme mit so einer kleinen Schwachstelle auf dem Dach? Na? Ja, klar. 2-2. Hau ich sofort einen Rückwärtsgang rein. 2-5
Und dann schlag ein, bevor ich es mir anders überlege. Da klingelt's, aber wir sind noch nicht in der Kasse. Okay. 2,8. Nein, ich muss auch ein paar Euros dran haben. Hast du doch, hast du doch. Du sollst was verdienen, aber lass mich doch auch noch leben. 2,8 sagst du? 2,8. Ja, muss ich halt mit meinen Kunden reden, aber machen wir. Ist okay. 2,8? Ja, ist okay. Der dir steht. Du wirst ich immer stehe. Härter. Läuft's gerade so scheiße? Ja, nein, um Gottes Willen, es läuft sehr, sehr gut. Ja, bei mir aber nicht. Gute Nacht. Durch den Verkauf des Opels kommt Det auf 6.500 Euro. Der Skoda Roomster soll aber 7.000 kosten. Det bleibt nichts anderes übrig, als nochmal vorzusprechen. Andreas! Det! So. Herzlich willkommen. Heute ist Zeittag, ne? Ja, heute ist. Ich habe aber noch eine leidige Geschichte. Okay. Du weißt, ich bin kein Mann von Nachverhandlungen. Ich habe mich angestrengt. Ich habe einen Zwischenhandel gemacht. Unsere Aktion lief ja ganz gut. Aber 7 Mille habe ich nicht ganz gepackt. Okay. Jetzt appelliere ich an dein Herz, an deine Pumpe. 6,5 ist alles, was ich habe. Ich weiß, das musst du nicht annehmen. Es ist für eine Dame, wo auch richtig der Gang klemmt. Kriegen wir es hin? Normalerweise wird bei mir auch der Gang klemmen, ja. Das weißt du. Det, für dich und für den guten Zweck, denke ich, kann ich dies mit verantworten. Und gute Sache. Ja. Obwohl er auf Schalke steht. Ne? Das ist für dich. Det, Schlüssel Dank. Für mich. Schlüssel für dich. Ja. Das heißt, jetzt können wir eine Dame glücklich machen. Die Zukunft ist gesichert. Jenny, wollen wir? Ja. Wollen wir? Ja. Dann machen wir es. Achtung. Jenny, das ist dein neuer Alter. Ja. Da, los von hier. Das ist dein Schlüssel. Für deinen neuen. Super. Schwarz, denke ich mal, magst du leiden. Ja. Deine Voraussetzung war für den kurzen? Wegen der Lichtempfindlichkeit. Abgedunkelte Scheiben. Abgedunkelte Scheiben. Ja. Da kann er Platz nehmen. Du hast ja auch gesagt, da muss ja noch hinten noch mal ein Hund mit, ne? Ja. Das heißt, wir brauchen ein großes Kofferraumvolumen. Und das haben wir hier natürlich auch. Guckst du mal. Und wichtig ist, ein Hund muss nicht immer großartig hochspringen, sondern niedrige Ladekante. Sehr schön. Ja, das ist leichter. Ne? Ja. Und vom Platz her, denke ich mal, haut das hin. Das ja? Auto ist total klasse. Bin voll zufrieden mit. Mehr als was ich erwartet habe. Ich bin echt total überrascht und sprachlos.